Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Meine lieben Zuschauer, ich möchte gerne meine Kurzlegungen vorstellen. Es ist eine kleine Auswahl meiner Beratungen. Diese könnt ihr haben als Videoberatung auf YouTube oder als WhatsApp-Beratung. Weitere Legungen findet ihr auf meiner Webseite unter www.denderasusannamedici.com. Tageshoroskop am 3. März 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen ihren Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Horoskopen. Ganesha hütet die Astrologie und Ganesha schützt uns bei Neuanfang und bringt uns Glück. Auch wie ein Tag beginnt, immer bei Neuanfang. Suraya ist die Sonne in indischen Mythologie und bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Und zeigt auch die Monatsthemen, das was die Sonne beleuchtet. Monatsthema ist Leichtigkeit, Monatsthema ist Kommunikation. Monatsthema ist unserem Ideen verwirklichen. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und die große Uhrzeiger ist Mond. Soma ist die Sanskrit-Name des Mondes. Es gibt auch andere Begriffe, aber einer davon ist Soma. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Soma oder Mond im Tierkreiszeichen Steinbock. Mond befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Shravana. Übersetzt bedeutet das Zuhören. Und mit diesem Zuhören ist gar nicht das gemeint, was die Menschen uns vermitteln. Diese Zuhören heißt eher an unserer inneren Stimme hören, auf unserer Intuition vertrauen. Alter Ihr bestrahlt dieses Mondhaus. Mond bewegt sich hier, saugt es auf, diese Energie, und reflektiert, leitet uns weiter. Dazu gibt eine schöne Liebesgeschichte aus der chinesischen Mythologie. Altair war ein Hirtenjunge und hatte eine böse Schwägerin. Und diese böse Schwägerin hat diesen Hirtenjunge vertrieben und er lebte in der Natur mit seinen Tieren. Im Himmel war ein Fee, Vega, und sie schaute immer auf die Erde und dachte, wow, er sieht mal ganz hübsch aus, ich habe mich verliebt. Und diese Fee kam auf die Erde und die beiden haben sich begegnet,
verheiratet und glücklich gelebt auf die Erde. Vega wurde eine Weberin. Das war diese Liebesgeschichte, der Hirtenjunge und der Weberin. Bis der Himmelskaiser hat das gesehen, natürlich hat alles gesehen, der Himmelskaiser ist die Sonne. Und sagte zu seiner Frau, zu dem Himmelskaiserin, und das ist die Mond in chinesischen Mythologie, und fragte sie, was machen wir jetzt? Schau mal her, unsere Fee ist unten bei den Menschen. Und die Himmelskaiserin sagte zu ihrem Mann, wir müssen sie zurückholen im Himmel. Und so war es das auch. Sie haben die beiden voneinander entfernt und Vega war wieder im Himmel, der Hirtenjunge Altair war auf die Erde. Zwischen den beiden war ein Fluss. Die Chinesen saßen in diesem Fluss, den gelben Fluss. Und genau bei diesem Fluss war Deneb. Und Deneb dachte, was mache ich jetzt? Die beiden Liebenden sind getrennt. Dieser Fluss trennt die beiden. Ich kann das nicht mehr zuschauen. Die sind so traurig und sie schauen sich so verliebt an. Ich habe eine Idee. Ich baue auf diesem Fluss eine Brücke. Eine Brücke aus Schwanen. War auch kein Zufall, weil Deneb ist der Hauptstern, den Stammbild Schwan. Und auf dieser Brücke treffen sie sich die beiden Liebenden. Im Himmel ist es auch so, dass Altair, der Hauptstern von Stammbild Adler, und Lyra ist ein Stammbild und die Hauptstern von diesem Stammbild ist Vega. Diesen beiden Sternen liegen gegenüber und die Mitte ist die Milchstraße und die beiden verbindet dann Deneb, die Hauptstern von Stammbild Schwan, und bildet sich die drei ein Winterdreieck. Und das ist die Geschichte dazu. Und diese Geschichte erzählt uns heute, weil Mond berührt unseren Gefühlen. Also etwas ist in die Liebe und wir brauchen die Brücke zum Bauen. Oder sind wir gerade getrennt? Oder er zieht sich zurück oder ihr seid gerade im Rückzug. Und es ist wichtig, zueinander finden, entgegenkommen, eine Brücke bauen. Diese Brücke kann auch bedeuten, eine Übergangsphase, und das sollen wir so annehmen. Agni ist der Feuergott und bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder. Und hier kann Mars sehr gut entfalten. Mars steht in Verbindung zu diesem Feuergott. Mars bewegt sich im Widder, fühlt sich wohl, weil das ist sein eigenes Zuhause. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Buddha symbolisiert Merkur. Buddha bedeutet die Erleuchtende oder Erleuchterung, aber die Name Merkur heißt auch Buddha, kommt von Sanskrit, wird aber mit ein D geschrieben. Jupiter bewegt sich in Skorpion und Indra steht mit Jupiter in Verbindung. Jupiter bringt natürlich Glück, vergrößert etwas und zeigt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns immer zurück. Das ist ein Gesetz. Und dieses Gesetz vermittelt Jupiter. Natürlich haben wir auch mal Ungerechtigkeiten und da öffnet unserem Augen, dass wir das auch erkennen.
Lakshmi steht mit Venus in Verbindung und bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Und dann kommt Saturn. Skanda steht mit Saturn in Verbindung und Saturn bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Wenn wir die Elementenverteilung betrachten, dann können wir erkennen, Mars, Saturn in Feuerelement, das ist Bewegung, Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Dieser Impuls kommt auch von Mars. Mars ist natürlich auch die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Bei Saturn kann eine gewisse Bremse da sein, wo Saturn sagt, mach mal ein bisschen langsam. Dann haben wir Mond, Venus im Erdeelement. Beide ist weiblich. Und das bedeutet für uns Frauen, wie wichtig das ist, die Sicherheit, Stabilität, auch die finanzielle Stabilität. Die Erdeelement steht in Verbindung zum Materie. Dann haben wir Sonne im Luftelement. Und Luftelement ist auch aktiv und steht in Verbindung zum Kommunikation, steht in Verbindung zu unseren Ideen, Gedanken. Und Jupiter, Merkur, und das ist beide das Wissen und Weisheit. Jupiter ist die höheren Oktaven von Merkur, haben Ähnlichkeit. Und hier im Wasserelement handelt es sich um unsere Gefühle, das zu verstehen, darüber auch zum Sprechen, das auch mal wahrnehmen, auch mal eine innere Reise vornehmen. Das braucht unsere Seele. Und damit ändert sich die persönlichen Planeten. In allen Elementen fließt Energie und das sorgt für Harmonie. Uranus, Neptun und Pluto sind die äußeren Planeten. Uranus bewegt sich im Widder, bringt Umbrüche, Veränderungen. Die Widder ist auch Neuanfang, symbolisiert Neuanfang. Neptun ist im Wassermann und das sind kreative Gedanken. Und Pluto zeigt das Loslassen, in Kraft bleiben, bewegt sich hier im Schütze. Und jetzt die Verbindungen. Mond steht in Verbindung zum Mars. Und das ist eine Herausforderung, Spannung. Mond im Steinbock, Mars im Widder, es ist Spannung. Und diese Spannung verspüren die Männer. Wenn das darum geht bei Mars-Energie, dass wir etwas in Bewegung setzen möchten, dass wir wünschen, dass ein Schwung kommt, dann bremst das diese Energie. Geht nichts voran oder sind noch Hindernisse da. Bei Mars-Energie handelt es sich um andere Art von Bewegung auch, wie zum Beispiel Sport oder Autofahren. Da kann auch etwas passieren, ein Autoreparatur oder Sportunfall ist nicht zum Ausschließen. Dann handelt es sich bei Mars-Energie um Bewegung. Und das erleben wir Frauen auch. Also wir haben auch diese Mars-Energie. Mars kann auch mit dieser Mondverbindung auch eine gewisse Aggression auslösen, weil wir können unseren Gefühlen nicht in Kontrolle halten. Natürlich ist das auch möglich. Vielleicht ist diese Aggression gar nicht von uns selbst, sondern wir erleben diese Stimmung von anderen. Ist auch eine Herausforderung. Und natürlich bei Mars-Energie trifft es auch die Männer, dass sie diese Spannung verspüren, innere Nervosität oder Aggression. Und jetzt zu Maya-Kalender. Die alten Mayas haben die Natur beobachtet, auch die wiederkehrenden Zyklen, auch die kosmischen Einflüsse und die haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet.
Ein Teil davon ist verloren gegangen, aber ein Teil ist noch da. Und das, was ich im Tageshoroskopen vermittle, damit dieses Wissen erhalten bleibt. Auch wenn für uns das ein bisschen fremdartig klingt alles, trotzdem ist es gut, damit zu befassen, weil das ist ein Kalender und das beschreibt die Energie des Tages. Und die haben das beobachtet und wir können darauf verlassen. Den heutigen Tag befinden wir uns in der siebten Welle. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Das ist im Maya-Kalender wie eine Woche. Die 13 ist eine heilige Zahl. Diese siebte Welle hat am 27. Februar begonnen und dauert bis 11. März 2019. In dieser Welle haben wir Wasserelement und das hat mit unserem Unbewussten, mit unseren Träumen, mit unseren Visionen, mit unseren Gefühlen etwas zu tun. Und in dieser Welle heißt eine Reinigung und blitzartige Transformation. Die Botschaft ist, dass wir auf diese Erneuerungskraft, auf diese Wandel vertrauen, uns einlassen ohne Angst. Manche Dinge kommen wie ein Blitz, aber wir sollen nicht aus der Ruhe kommen. Heute haben wir die Zahl 5 und bedeutet Mittelpunkt. Und das heißt, die Zahl 4 gibt uns eine Struktur. Und dann kommen Einflüsse von außen und so entsteht die Zahl 5 und das sollen wir in Einklang bringen. Kann dieser Einfluss auch von unserem Inneren kommen, dass wir etwas in Form bringen möchten? Wir brauchen diese Struktur und dann kommt die Energie von innen heraus und so zeigen wir diese inneren Stärke auch nach außen. Die heutige Kraftfeld oder planetarische Energie ist Akbal und bedeutet übersetzt Nacht. Und es ist ein Übergang, ist auch eine Brücke, so wie diese Geschichte von Altair und Vega auch beschreibt. Wir befinden uns in einer Übergangsphase. Und wir sollen auf unsere Träume hören, auf unsere inneren Stimme hören, nach innen schauen, weil das ist die ganze Mysterium. Und die inneren Stimme gibt uns eine Botschaft oder erhalten wir das über unsere Träume, sind wir wieder bei unserer Intuition. Wir haben heute einen kristaller Mond, ein roter Mond und heißt Muluk. Und dieser Muluk symbolisiert das Fluss des Lebens und symbolisiert auch das Rad des Lebens, diese immer wiederkehrende auch karmischen Themen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos.
Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um den gesundheitlichen Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühlen zu sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.